Hallo und herzlich willkommen zu einer 30 Minuten Reinspielen von Endling. Das ist eine neue Spiele. Hier können Sie auf Russisch machen und Deutsch und Chinesisch und was weiß ich noch was. Niederlands, also ja, sehr viele Sprachos. Polski, ansonsten Türki, Espanol, Englisch, also einiges, was wir hier auswählen können. Ansonsten gibt's Steuerung, man kann mit dem Controller spielen, Video, einiges hier einzustellen. Also wir spielen aber am PC, muss man dazu sagen. Es gibt im Shop eine Demo, wenn du möchtest, kannst du da reinzocken und wir starten mal gleich mit dem Spiel. Das Spiel kommt am 19. raus und wir starten jetzt mal hier als kleiner Fuchser und retten unsere Familie. So, auf R2 können wir rennen. Ich spiele jetzt mit dem Xbox-Controller, die Knöpfe sind komischerweise von PlayStation. Jetzt auf den ersten Blick ist es relativ langweilig, muss ich sagen. Also so von der Steuerung. Aber lassen wir uns überraschen. Okay. Könnt hier graben. Können wir unter dem Baum durch. Oder kommt der Hase? Also wir fliehen aus einem zerstörten Wald. Dramatisch. Oh! Oh, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott, Lee. Okay. Aha. Okay, dann gehen wir mal zurück. Aha. Okay, cool. Ich bin jetzt gespannt, also ich bin noch sehr skeptisch vom Spiel. Also, ich weiß nicht, was uns hier super krasses erwartet, aber man weiß es nicht. Manchmal ist es wirklich gut. Deswegen, ja, lassen wir uns überraschen. Kannst ja deine Meinung bis jetzt schreiben, also ich finde es todlangweilig bis jetzt. Das ist mir einfach zu übertrieben. Wenn man hier aus 10 Kilometer weit läuft und nichts passiert. Okay, was ist jetzt los? Huh! Aha. Okay, das ist auch voll übertrieben. Also ich muss hier richtig heftig drücken. So. Tyrant ist wieder draußen. Oh, ist verletzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie traurig. Ich bin verletzt. Ah! Mhm. Ja, komm, laufen wir nochmal 3 Kilometer so weiter. Wir können hier, glaube ich, 20 Minuten spielen oder wie lang? 10? Aha, also die Demo beschränkt sich auf eine gewisse Zeit, ich glaube 20 Minuten. In den 20 Minuten laufen wir wahrscheinlich hier einfach 10 Jahre irgendwo hin. Schauen wir mal. Also bis jetzt muss ich sagen, es ist genau das, was ich erwartet habe. Also ein relativ langweiliges, so ein stimmungsvolles Spiel. Kann man da Musik von Hans Zimmer am besten anhören, oder? Ist man besser bedient wahrscheinlich. Aber ja. Wer weiß. Okay, hier kommen wir nicht durch. Dann gut, dann gehen wir hier hoch. Reviews habe ich noch keine zum Spiel gesehen. Also wollte extra so selber erstmal mir einen Eindruck verschoben. Ah, man kann es hier halten. Man muss hier gar nicht drücken. Jetzt verstehe ich. Aha, jetzt findet er seine Kinder. Muss die oh ja, das ist Titis. 8 Titis, das sind 8 Kinder wahrscheinlich am Stiesel. Ja, man muss einfach halten hier, nicht drücken, aber trotzdem gucken wir, wie lange das dauert. Ah, ach so, sie war schwanger oder trächtig.
Auf jeden Fall mächtig. Verschiedene Farben. Aha. Blau, rot, lila und rosa. Vier verschiedene Väter. Ah, okay. So. Wir können die Farben sogar noch ändern. Okay, das ist so süß. Das ist so süß. Ui. Ui, das ist so süß. Oh, ich weine gleich. Hammer. Heul. Homo heul. Okay. So, passt jetzt. Weiter geht's. Wollen ja auch was vom Spiel sehen, oder? Aber man weiß es nicht, Leute. Vielleicht ist es doch nice, das Spiel. Gibt es immer wieder Überraschungshits. Spiel kostet, glaube ich, 28 Euro. Wenn es dann raus, Asse kommt. Ui, sie nicht, ob sich das lohnt. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, was für eine Verwüstung. Ach, die bösen Menschen. Endling. Extinction is forever. Das ist der erste Teil. Das ist nicht der zweite. Okay. Wer weiß, vielleicht ist es echt cool. Man weiß es nicht. Man muss es halt probieren erstmal. Man kann sich täuschen. Vielleicht ist es Game of the Year sogar. Also, okay, wir haben vier solche kleinen Schmokosaurusse. Nacht. Was haben wir hier? Touchpad? Machen wir Touchpad eigentlich hier? Aha. Wir haben jetzt hier eine Karte. Okay, das gefällt mir jetzt schon viel besser. DAX. Okay. Ja, am Anfang schaut es echt komisch aus, aber jetzt schaut es schon nach was ganz anderem aus, muss ich sagen. Okay, hier können wir uns verstecken. Okay, da können wir runter. Okay, wir bleiben aber auf der Straße. Wie gesagt, da muss man vorsichtig sein. Am Anfang denkt man so, ah komm, das ist nichts Gescheites, und dann ist das Game of the Year. Okay, hier kann man nicht durch. Beute aufzuspüren. Aha. Ho! Hopp! Okay, und jetzt was? Muss ich zurück raus? Begib, dann wurde zurück zum... Ja, natürlich. Jetzt müssen wir zurück zum Jünterschlüpf. Zum Jünterschlüpf. Okay. Genau. Das machen wir jetzt. Oh, was ist hier los? Der Jünterschlüpf. Mhm. Oh, jetzt haben sie gegessen. Hammer, das ist ein Spiel. Ja, schreib mal du in die Kommentare, was du davon hältst. Ob du Bock hast, hier Tag und Nacht die kleinen Schmokosaurike zu füttern. Okay, laufen wir mal dahin. Das ist dann der Weg zurück. Also, das ist nichts für mich, auf jeden Fall. Das ist echt ein geiles Game. Jetzt haben wir noch ein Feature. Bringen wir ihn zum Jünterschlüpf. Zack. Vielleicht, wenn die dann größer sind, können wir dann raus. So, nochmal gefräselt. Schauen wir mal, was wir jetzt in der ganzen Zeit schaffen hier in der Demo. Okay, was ist das?
irgendjemand lockt sie raus. Das ist wahrscheinlich ein Mensch. Nein, geh nicht raus! Mach das nicht! Oh, ein böser Mensch. Lock den raus. Oh nein, bitte nicht! Hopp! Oh oh. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Nein! Okay, wir müssen ihn finden. Spuren bleiben nicht ewig erhalten. Okay, müssen wir uns beeilen. Okay. Da sind die Spuren. L1. Ach, yes, baby. Oh. Nein, bitte nicht. Wir müssen ihn finden. Was haben sie mit ihm vor? Hä? Was ist jetzt los? Ah, da muss sie runter wahrscheinlich. Ah, eine Batterie. Ui, das ist ein Roboter oder was? Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Na gut, gehen wir zurück. Der arme Junge. Also ich finde das Spiel absolut langweilig. Okay, riechen können wir nicht mehr. Das ist ja noch schlimmer, als ich gedacht habe. Schauen wir mal, was jetzt passiert, ob er dann stirbt, oder? Oh, da ist jetzt noch eine Falle, oder was? Überspringen wir mal das. Du kannst keinen Kampf gewinnen, wenn du verletzt bist. Okay. So, oh, die gehen jetzt alle mit. Okay. Riechen wir mal nochmal. Aha. Zack. Jünterschlüpf. So. Was war das? Eine Maus? Eine Maus? Oh oh, oh. Das ist nix gut. Ha. Okay. Schauen wir mal, ob wir den Welpen noch finden. Oder wie auch immer die heißen bei den Füchsern. Ein kleines Füchslein. Okay. Hoppa. Oh. Aha. Hat er wahrscheinlich schon verarbeitet. So eine Mütze oder so. Oh, da ist er. Kann ich ihn schlagen?
Hoppa! Ja, und was soll ich hier machen jetzt? Alter, was ist das für eine Klamperdi-Zeich hier? Bin ich schon verletzt oder was? Ach komm. Zack! Keep it. Game over! Continue. Okay, geiles Game. Oh, ja. Also, was soll man dazu so? Schreib mal einen Kommentar, was sagst du dazu? Also zu diesem heulen Game. Wo ist sie nicht? Ich weiß nicht, Alter. Okay, probieren wir nochmal. Mauser. Opa! Um mit den Welpen zu kuscheln. Ja, komm, kuscheln wir mal, damit ich dann meine Energie wahrscheinlich wieder regeneriere. Alter, ich bin auf jeden Fall verletzt, glaube ich. Hilfe! Hilfe, kuschelt mit mir! Wo ist meine Leiste überhaupt? Okay, jetzt bin ich regeneriert oder was? Nee. Okay. Okay, also für mich war's das. Also ich glaube, wir haben sowieso nur 20 Minuten hier Spielzeit. Also ich habe absolut keinen Bock auf das Game. Also mich triggert's null. Also ich habe genug gesehen. Also schreib mal du deine Meinung in die Kommentare. Ist nicht mein Style, muss ich sagen. Also das ist nixe für mich. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß jedem, der auf sowas steht. Wer sagt, okay, nee, mir taugt das voll. Und ansonsten sehen wir uns in weiteren Videos.